So, das brauchen wir auch nicht mehr. Ja, was macht denn ihr schon wieder hier? Also, was machen wir heute, ist die Frage, wenn ihr schon da seid. Kollege hat angerufen, so, hat geschrieben, sagt, hey Jupp, wie geht's meiner Königin überhaupt? Ha, ihr dürft raten unten in die Kommentare, wer mir geschrieben hat. Das ist eine gute Frage, wie geht's hier? Ich habe bei dem Volk auch eine Ameisensäurebehandlung gemacht, also Standardbehandlung. Schauen wir mal rein. Gerade bei der letzten Behandlung haben wir gesehen, oben eine Königin wollte nicht mehr so richtig und eine ist leider abhanden gekommen. Jetzt hoffen wir mal, dass da drin dem Völkchen nicht genauso ergangen ist. Und ich nehme euch mit, ich habe da auch noch nicht reingeschaut. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe ein bisschen nachgefüttert. Und sehen wir gleich. So, dann schauen wir da mal rein. Hier ist schon viel Kondenswasser. Also das zeigt mir, da ist definitiv Brut vorhanden. Da ist viel Eigenwärme. Hier, das Futter ist leer. Da können wir auffüllen, wenn es ist. Gehen wir da weg hier. Dann könnten wir vielleicht auch das Sheet ziehen. Ich weiß nicht. Naja, sie haben noch Platz nach hinten. Also es ist noch genügend Platz da, wo sie bauen können. Futter ist noch was drin, ein bisschen habe ich jetzt gleich gesehen. Hier ist noch ganz leicht was drin, aber da werden wir auffüllen. Aber viel wichtiger ist jetzt, ist die Königin da und stiftet sie. Und können wir ein neues Rämpchen nach vorne bringen, wo sie, sagt es mir, wo sie weiter ausbauen können. Ja? Aber jetzt nehme ich erstmal hinten eins raus. Erstmal hinten eins raus. Ich hoffe, man kann alles sehen. Ja, ich denke ja. Wie gesagt, das hat eine Ameisensäurebehandlung gemacht. Erhalten das Volk. Ich kann euch aber jetzt schon mal sagen, das kann ich spoilern. Es wird wahrscheinlich dieses Jahr das letzte Mal gewesen sein, wo ich eine Ameisensäure benutzt habe. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch. Also wir haben hier Futter, 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 Futter. Dann haben wir hier Futter. Futter, sehr schön. Dann haben wir hier, da muss irgendwo auch ein Rämchen sein, das wir im Naturwabenbau gegeben haben, ohne Anfangsstrahl. Oh, hier haben wir Brut. Oh, schaut mal, was wir hier noch haben. Nicht nur Brut, hier hatten wir Wachsmotten. Oder haben wir Wachsmotten? Ja, ganz am Rand. Machen wir weg. Die wollen wir nicht. Hier haben wir schöne, viel verdeckt. Ah, und hier ist die Chefin. Herr Tumpfinger. Sie lebt. Ja, dachte man schon, das ist einfach eine Maschine. So, dann rutsche ich das ein bisschen weiter nach rechts rüber. Schau, dass die rechts anstehen, die Rämpchen. Schauen wir mal hier auch nochmal, wie es hier aussieht. Futter und Brutnest. Nächste. Ich glaube, die eine, wo ich gerade hinten raus habe, die kann ich davor. Oh, das ist die. Das ist die, wo wir davor dazu getan haben. Die haben es komplett in Naturwabenbau ausgebaut und sieht doch gut aus, oder? Also ich finde schon, dass wirklich, wirklich gut aussieht. Ich sehe nur leider, wenn die Kamera da steht, nicht das Display. Aber ich denke, das passt. Ja? Dann hätte ich doch gesagt, dann bleiben wir da gar nicht lange rum. Dann machen wir das Rämchen, was wir rausgenommen haben, hänge ich hier ein. So, dann können Sie das genauso ausbauen wie alles andere. Bis jetzt funktioniert ja alles wirklich tadellos. Ich habe bei dem Bau von dem ganzen System darauf geachtet, dass überall der B-Space stimmt. Und wie man sieht, es haut ganz gut hin. Aber da haben wir so viel Futter drin, da werden wir jetzt gleich nicht füttern. Da ist gleich eine Wespe drin. Naja, okay. Ist jetzt dein Problem, liebe Wespe. Ja? Wenn du da dir das so antust. Ein wirklich schnelles Kurzupdate jetzt, ja. Aber
Herr Tumpfinger, ich hoffe, Sie sind zufrieden mit der Leistung von mir. Aber wie gesagt, wir haben das jetzt auch gesehen, vom Futter her würde ich jetzt da nicht mehr nachfüttern erstmal, weil die soll jetzt erstmal wieder legen, weil die braucht ja Bienenmasse. Die Behandlung hat sie überstanden, hat sie alles überlebt. Sie stiftet, sind frische Stifte da, alles tippitoppi. Jetzt werden Sie bestimmt manche denken, ja jupp, was hast du da überhaupt gebaut? Was wird das? Jetzt fragen sich bestimmt manche, was ist das denn überhaupt für ein Konstrukt? Ja, eine Zander Mini Plus Beute. Ja, das ist eine Zander Mini Plus Beute. Aber genau wieso, weshalb, warum, genau wieso ich was wie gebaut habe, aus welchem Grund, da werde ich nächstes Jahr drauf eingehen. Da gibt es ein ganz separates Video, weil wenn das alles so funktioniert, das ist eine ganz raffinierte Kiste. Die, wo ja den Kanal hier schon länger verfolgen, die, wo es noch nicht tun, ja, die, wo das erste Mal jetzt hier dabei sind, dann erstmal einen Daumen nach oben da lassen und am besten gerne mal ein Abo. Ja, da unten, das kostet nämlich gar nichts. Ja, abonnieren und eine Glocke aktivieren, dann verpasst nichts mehr. Ja, weil hier sind wir definitiv, also der Zeit voran, ja, vorne dran, so meine ich. Aber was genau das auf sich hat mit dem Gebauten, das werde ich nächstes Jahr zeigen, weil das würde ich nicht jetzt einmal in der Theorie beschreiben, sondern wirklich in der Praxis zeigen. Bis jetzt sieht alles sehr, sehr gut aus. Mir ging es auch darum, dass der B-Space stimmt und das tut er. Ich hatte das noch nie, dass ein Mini Plus so wenig verbaut war. Es klappt, ja, es klappt. Ich räume jetzt die Sachen hier auf. Und dann mache ich Feierabend. Jetzt fragen Sie bestimmt auch manche, für was hatte ich diesen Gesichtsschutz da? Diesen Gesichtsschutz habe ich da, weil ich habe ja auch Völker, beziehungsweise da, ich hatte ihn einfach dabei, weil ich habe Völker auch mit der Sprühbehandlung behandelt. Also der Vergleich, Oxalsäure träufeln oder sprühen, wollte ich einfach für mich herausfinden, was ich für mich am besten finde, wo fallen, was ist die wirkungsvollste Art, also was wirkt am besten, was ist am schonendsten. Das wollte ich einfach für mich mal ein bisschen so raustüfteln und ich habe da auch Ergebnis. Da werden wir sie aber in einem anderen Video drüber unterhalten, weil das ist gar nicht, ja doch, es ist schon einfach zu erklären, aber nö, das ist ein anderes Video, separates, weil ich das in der Playlist besser teilen kann. Und jetzt sage ich wirklich Tschüss und wir sehen uns. Servus und